Hallo zusammen, es ist Oktober 2022. Um Hohlraumschutz geht es. Das hier sind unsere Produkte Timex Revolution 1 und Revolution 2. Eins nehmen wir für rostige Hohlräume. Nummer 2 ist ein bisschen fester, das nehmen wir für neuere Fahrzeuge. Diese beiden Produkte, die es bislang nur als Spray gab, die gibt es jetzt auch als Literware. Und in diesem kurzen Film wollen wir Ihnen zeigen, wie wir bei uns in der Werkstatt diese Literware verarbeiten. Wir nehmen die ganz normale Druckbecherpistole, die wir sonst auch für unser Fett nehmen, schließen sie an das Druckluftsystem an. Das sind, glaube ich, 7 Bar. Und achten natürlich darauf, dass die Pistole sauber ist. Jetzt zeigen wir Ihnen, wie wir das machen. Los geht's. Ich bin jetzt mal in die Halle gegangen, wo wir die Rostschutzarbeiten machen. Ein bisschen schmuddelig hier. Ich bin bei meinem Kollegen Jan. Und wir haben mal Revo 1 und Revolution 2 ausprobiert, mit welchen Düsen es am besten geht. Da gehen wir gleich noch mal ein bisschen näher ran. Das ist die kleine Düse. Wir haben auch eine größere. Warte mal. Zeigen wir gleich mal ein Foto. Um so eine Düse geht das, die gibt es mit 0,2 und 0,4 Millimetern. Mit beiden Düsen haben wir gute Erfahrungen gemacht. Wir haben das Material so zimmerwarm gehabt ungefähr, ist richtig, genau. Ne? Zimmerwarm? 20 Grad oder so. Und wir haben hier, das hat er ganz schön gemacht, der Jan, hier eine Flasche, die wir jetzt befüllen werden. Das ist unser Hohlraum hier. Hier Revo 1, Revo 2, wir zeigen das nur an einem Beispiel. Wir wollen jetzt nämlich kurz demonstrieren, wie man das Material verarbeiten kann. Du hast jetzt hier was eingefüllt? Revo 1. Das jetzt Revo 1, das ist das Material, das wir nehmen für die angerosteten Hohlräume. Ja, dann leg mal los, ich gehe mal ein bisschen zurück. Mal gucken, was passiert. So. Man kann sehen, ein sehr schönes Sprühbild, das liegt an den Düsen. Da sind Schlitze drin, keine Löcher. Schlitze. Ein sehr schönes Sprühbild und funktioniert super. Das waren jetzt die ganz normalen Düsen, die wir immer drauf haben, 0,2 Millimeter. Wir haben am Druckluftsystem bei uns in der Werkstatt nichts verändert. Das sind 7 Bar, glaube ich, ja, oder? Volle Pulle. Volle Pulle, 7 Bar. Die Pistole, die wir auch nehmen für die... Zeig nochmal, Hohlraumkonservierung mit dem Fett, also eine Druckbecherpistole haben wir genommen, die ist natürlich sauber und ja, mit Revo 2 war das Ergebnis ähnlich. Ne? Also Revolution Nummer 1 für rostige Hohlräume und das festere Revolution Nummer 2 für die Hohlräume von neuen Autos, die noch nicht angerostet sind. Das wollten wir Ihnen zeigen. Jetzt gibt es das Material ja nicht nur als Spray, sondern auch als Literware. Und da brauchen Sie halt solche Informationen. Probieren Sie es aus, Sie werden glücklich sein.